Hallo und herzlich willkommen zu Let's Promos, mach's dir selbst. Mein Kanal heißt Freaky Let's Play, mich könnt ihr Freaky nennen. Und ja, ich erzähle jetzt mal so ein bisschen was über meine Let's Plays, meine Ziele auf YouTube und wie ich die Leute so speziell unterhalte. Also, wie kam ich generell auf Let's Plays? Ich Let's Playe seit circa 2010, aber nicht auf diesem Kanal, sondern ich hatte noch vorher zwei andere Kanäle. Und ich habe auch so viele nicht Abonnenten, ich habe so viele Videoaufrufe, da ich auf Freaky Let's Play, also auf den Kanal Freaky Let's Play, auch schon einige Videos vorher gemacht habe. Das heißt, wenn ihr jetzt die ganzen Aufrufe von meinen Videos, die jetzt alle hochgeladen sind, zusammenzählt, werden das nie im Leben 7000 irgendwas sein, da ich noch vorher schon mal Let's Plays auf diesem Kanal gemacht habe. Meine Ziele auf YouTube sind natürlich euch, meine Abonnenten, also euch und meine Abonnenten, generell euch alle ja, zu unterhalten mit meinen Let's Plays, dass ich euch manchmal irgendwie Tipps geben kann, wenn ihr mal bei einem Spiel nicht weiterkommt oder halt irgendwas bei mir abguckt oder so. Das soll man ja anscheinend eigentlich auch machen bei Let's Plays. Also ich gucke mir oft die Tricks manchmal ab, wenn ich bei einem Spiel nicht weiterkomme. Dazu helfen mir auch meistens Let's Plays oder halt Gameplays. Aber mein primäres Ziel ist es eigentlich, die Leute zu unterhalten. Mein Kommentarstil finde ich eigentlich ziemlich gut, dafür, dass ich ja 2 Jahre circa auf YouTube so unterwegs bin. Ich mache jetzt, seitdem ich neu angefangen habe, Let's Play seit dem 21.09.2012, bin nicht sehr lange jetzt so aktiv. Ich lade so pro Tag 2 bis 3 Videos hoch, kommt drauf an, wie viele Projekte ich habe. Im Moment sind es 2, Don't Starve und Wallace and Gromit Grand Adventures Episode 1, der Hummelfluch. Zu Don't Starve kann ich sagen, unglaublich gutes Survival-Adventure-Spiel. Macht auf jeden Fall Fun. Hab es von einem Freund geschenkt bekommen. Und ja, zu Wallace and Gromit. Es ist ein super Point-and-Click-Adventure-Spiel, was 4 Episoden hat. Und ich werde jede einzelne Episode Let's Playen. Zu meinen Vergangenheitsprojekten, da kann ich so aufzählen: Happy Wheels, die erste Staffel. Die läuft aber eigentlich im Moment noch so halb. So pausiert ist sie eigentlich. Da ich im Moment ein bisschen Probleme mit der Seite habe und gerade nicht so viel Bock habe. Dann noch ein pausiertes Let's Play Binding of Isaac und Pokémon Schwarze Edition 2. Beide aus dem Grund, da ich noch nicht meinen neuen PC habe und es mit diesen hier immer anfängt zu ruckeln. Meine Vergangenheitsprojekte, die ich auch schon beendet habe, wie zum Beispiel Kirby 64 oder Rayman 3, was auch übrigens mein erstes Projekt war. Beide waren ziemlich okay. Aber ich würde nicht sagen, dass das so meine besten Let's Plays waren, denn die werden alle noch kommen, wenn ich meinen neuen PC habe. Da könnt ihr zum Beispiel Sachen wie Dead Space erwarten, wie Deus Ex, L.A. Noire, etc. etc. Also da wird noch einiges kommen. Also ihr könnt mal auf meinen Kanal vorbeischauen. Ich bedanke mich bei den Leuten von Let's Promo, dass sie mich hier das machen, dass sie mich hier ja selbst promoten lassen dürfen. Bla. Ja, schaut mal unbedingt dran bei meinem Kanal vorbei. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Fanpage. Also wenn ihr mich abonniert, wäre es auch gut, wenn ihr mich bei Facebook liken würdet, um da ebenfalls nichts zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, bis nächste Mal, wenn ihr vielleicht auf meinen Kanal geht. Ich hoffe es. Bis demnächst, euer Freaky Let's Play. Tschüss.